Am 6. November 2017 fand im Deutschen Hygienemuseum Dresden die 10. Jahrestagung Kommunaler Energiedialog Sachsen statt. Zahlreiche interessierte Teilnehmer besuchten den Informations- und Erfahrungsaustausch zu kommunalen Trends, Instrumenten, Strategien und Maßnahmen rund um die Themen Energieeffizienz, Klimaschutz sowie Klimawandel und Anpassung. In 5 Fachrunden konnten die Teilnehmer mit Experten und Praktikern diskutieren, sowie Erfahrungen austauschen und strategische Überlegungen für die Zukunft entwickeln. Interessante Fachvorträge ergänzten das Programm. Die Themen reichten dabei vom klimagerechten Bauen über die Partnerschaft des Deutschen Wetterdienst beim Klimaschutz bis hin zu Schülerinitiativen und weiteren Perspektiven des European Energy Awards. Mit dem European Energy Award wurden in diesem Jahr 10 Kommunen, darunter 2 Kommunen erstmalig und 2 Kommunen mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet. Der European Energy Award dient der Sensibilisierung für den Klimaschutz, der Aufdeckung von Möglichkeiten zur Energiekosteneinsparung und damit der Minderung des CO2-Ausstoßes. Also das Schwierigste an dieser Sache ist die Dokumentation dessen, was man tut. Daran müssten wir uns erst gewöhnen, obwohl wir eine Verwaltung sind. Aber für diesen Prozess muss alles dokumentiert werden. Und natürlich die Projekte selber, die haben uns eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht sogar. Wir haben eine Dorfheizung installiert in unserem Ortsteil Daubitz. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf der Kläranlage gebaut. Wir dämmen unsere Gebäude hocheffizient, weit über den jetzt bestehenden gesetzlichen Notwendigkeiten. Ja, wir freuen uns in Leipzig natürlich sehr, dass wir heute den European Energy Award in Gold übergeben bekommen vom Umweltminister des Freistaates Sachsen. Dafür werden wir ausgezeichnet für die Aktivitäten im Klimaschutz, die die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht hat. Wir sind ja schon mal das letzte Mal 2014 ausgezeichnet worden. Und insofern war es für uns Ansporn, nachdem damals schon nicht Gold erreicht wurde, nun doch alle Aktivitäten so zu bündeln, dass wir zu diesem erfolgreichen Abschluss 2017 kommen und das gleichzeitig auch als Motivation mitnehmen, weiterzuarbeiten, die Klimaschutzaktivitäten nicht einzustellen, sondern weiter ausbauen an den Punkten, wo wir noch Nachholbedarf haben. Und ja, den heutigen Tag nicht nur zu feiern, sondern gleichzeitig auch nach vorne zu blicken und als Motivation mitzunehmen. Nach der Vorstellung des neuen European Climate Awards durch Herrn Dr. Armand Dütz von der Bundesgeschäftsstelle des EEA erhielten erstmals die beiden sächsischen Kommunen Chemnitz und Delitzsch für ihre Teilnahme am Modellprojekt eine Anerkennung. Die Kommunen, die sich am European Energy Award beteiligt haben, erreichen mit diesem Engagement Klimaschutzeffekte sowohl in der Kommune und setzen aber gleichzeitig auch Beispiele für andere Kommunen in ganz Sachsen. Und beides ist ganz wichtig. Und es ist nicht nur ein Punkt setzen, sondern das ist eine Entwicklung in Gang setzen. Nachhaltig arbeiten, nachhaltig zu überprüfen, was kann man besser machen. Und so nützt es nicht nur der Kommune selbst etwas, sondern am Ende ganz Sachsen. Ja, ich denke, wir werden nächstes Jahr auch die 11. Auflage wieder erleben. Das ist einfach eine Herzensangelegenheit der Saarinner. Wir werden da weiter ganz tatkräftig dabei sein und die Kommunen auch unterstützen und haben natürlich auch viele neue Ideen, wie wir weiter im kommunalen Energiemanagement tätig sein wollen. Und da können Sie gespannt sein, was wir dann nächstes Jahr hier sehen werden.